Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir haben heute, oder ich habe wieder ein neues Auto mir geklaut, und zwar den neuen VW Bus Tep 6.1, so heißt das Fahrzeug. In einer wunderschönen Lackierung, in einem schönen Rot mit Grau, und den zeige ich euch heute. Sprechen wir erstmal über das Frontdesign. Das wurde natürlich nochmal grundlegend geändert. Wir haben einen größeren Kühlergrill, eine neue Lichtsignatur, die ich euch jetzt auch dementsprechend einblenden werde. Und also er sieht schon markant anders aus wie der Vorgänger. Und ich finde ihn wirklich schön. Ja. Also er hat jetzt auch die V-Klasse in meinem Herzen überholt. Die V-Klasse war mein Lieblingsvan, jetzt ist es der VW-Bus. Aber den schauen wir uns jetzt nicht nur von vorne an, sondern auch von der Seite, von hinten und von innen. Eine Sache noch hier vorne, und zwar, wir haben noch nicht das neue VW-Logo. Das gibt es noch nicht, das kommt erst beim neuen Golf 8. Den werde ich euch auch noch zeigen. Aber das wird das erste Modell sein, der das neue Logo hat. Und darunter sind natürlich auch die Radaren. Aber hier haben wir eben die neue Lichtsignatur. Die ist nochmal deutlich schöner geworden. Das ist hier der Blinker. Zwei LED-Scheinwerfer. Das finde ich wirklich top. Was noch nicht ist, es ist noch kein Matrix-LED. Das heißt noch kein Dauerfernlicht und sowas. Das geht noch nicht. Aber ein LED-Licht, das wirklich sehr gut aussieht und wirklich seine Arbeit auch gut verrichtet. Wir schauen uns die Seite an. Es ist natürlich ein Bus. Deswegen gibt es an der Seite eigentlich nicht viel zu erzählen. Sie haben die zweifarbige Lackierung sehr gut gemacht, genau an der Kante. Das heißt, wenn da mal Farb- oder Lackierarbeiten nicht so gut funktionieren, es da Fehler gibt, fällt das einfach nicht so auf, weil es genau an der Kante passiert. Ja. Das haben sie gut gelöst. Was ich auch witzig finde, ist, dass hier Bulli steht. Das sind solche Dinge, die dieses Auto besonders machen. Wir steigen auch gleich ein, noch einen Blick ans Heck. Das darf ja auch nicht fehlen. Eine Sache muss ich sagen, auch hinten Rückfahrkamera, aber halt außenstehend, das heißt, sie verträgt ganz gern mal. Neue Lichtsignatur auch hinten, auch da kommt mal noch ein Detail. Und dann können wir ja noch kurz uns den Kofferraum anschauen. Ha, da muss man natürlich das Fahrzeug aufgeschlossen haben. Die ist zwar elektrisch, die Heckklappe, aber noch nicht mit dem Schlüssel. Also man kann sie nicht mit dem Schlüssel aufmachen, zumindest jetzt mit meinem nicht. Das ist derzeit das Kofferraumvolumen, was ihr habt. Ihr könnt natürlich aber auch die Bänke individualisiert irgendwie einstellen. Ihr könnt die Bänke nach hinten schieben, nach vorne schieben. Und wenn ihr alle Bänke umklappt oder sogar rausnehmt, habt ihr über 5000 Liter Volumen, was sonst kein anderes Fahrzeug in der Klasse oder auch allgemein in der PKW-Klasse schafft. Es ist eigentlich ja kein PKW, es wird bei VW auch unter den Nutzfahrzeugen gelistet, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein PKW für uns ganz normale Menschen. Ja, natürlich schauen wir uns auch den Innenraum hier im VW-Bus an. Wir haben natürlich hier jetzt auch alles digital, wenn man es denn gerne hätte, das heißt digitales Cockpit. Ja. Das heißt, hier ein großes Infotainment-Display, das neue Lenkrad von VW. Allerdings, wie gesagt, noch nicht das neue VW-Logo. Die Sitze sind wirklich sehr bequem. Das ist so ein Alcantara-Ledermix. Wirklich auch ein bisschen Seitenhalt, aber es ist wirklich ein ultra komfortabler Ledersitz. Ja. Also wirklich sehr bequem. Und wenn man mal schauen möchte, die Türen gibt es natürlich auch noch elektrisch. Ja, hier unten steht dann auch nochmal Bulli. Aber auch hier haben wir dann diese Sitze. Ja. Die kann man auch alle nochmal umdrehen, selbst die vorderen. Wir haben hier noch einen Tisch und eben Platz für bis zu 7 Personen. Ja. Musste ich doch tatsächlich nochmal nachzählen. So, schauen wir uns erstmal vorne an, bevor wir dann noch nach hinten gehen. So, dann schauen wir uns aber noch das Virtual Cockpit an. Ich meine, man hat hier die Navi-Darstellung ganz groß, wie man es kennt. So mag ich es natürlich am liebsten, aber es gibt natürlich übrigens, der Bildschirm flackert vom Handy aus, von der Kamera, nicht vom Bildschirm her. Ja. Es gibt verschiedene Einstellungen, man kann ihn auch so fahren und das dann natürlich auch nochmal einstellen, was es da anzeigt. Aber man kann dann auch noch die klassische Anzeige sich herholen. Und dann halt eben die, wie ich sie gern gehabt habe, einfach nur die Navi
Anzeige. Und das war's. Mehr Anzeigen haben wir hier auch nicht. Das Einzige, was man noch hat, ist da die Tankanzeige und dann da drüben natürlich die Temperatur, ja, damit wir wissen, ob er schon warm ist. Das Lenkraddesign gefällt mir wirklich gut. Das kennen wir auch schon vom T-Roc und so weiter. Wie gesagt, noch ohne neues VW-Logo. Ablagefächer haben wir natürlich überall wirklich sehr viel genug. Auch die Cupholder sind nach oben gewandert. Auch hier nochmal überall Ablagefächer und natürlich in den Türen jeweils nochmal. Das hier war mein Handyablage. Normalerweise legt man sein Handy hier in die induktive Ladestation. Das Problem ist nur, dass es dann halt immer gleich wieder auflädt. Und wenn ich halt dann mit 100% in den Tag starte, möchte ich nicht, dass mein Handy schon wieder geladen wird bezüglich des Akkuschonens. Und USB-C-Anschlüsse haben wir jetzt seit dem Facelift auch. Das ist dann eben unser großes Infotainment-System, das größte. Das heißt, wir haben auch keine Drehregler mehr und dann alles per Touch steuerbar mit der Erkennung, wann ich drauf zugreife. Dann haben wir natürlich auch noch hier eine Navigationsdarstellung für die restlichen Fahrer. Auch da gibt es natürlich eine Karte. Und ansonsten haben wir hier einfach das Menü, mit dem man sich alles hier einstellen kann. Das Home-Menü kann ich euch ja noch zeigen, das würde vielleicht so aussehen. Ansonsten, wie gesagt, die Sitze sind sehr bequem und natürlich, wie es für den Multivan gehört, haben wir hier Teppich drin und kann natürlich aber auch hier einfach durchlaufen, wenn man das möchte. Dann schauen wir uns natürlich noch das Platzangebot an. Wie ihr seht, habe ich hier genug Platz, ja? Und ich habe hier wirklich überall genug Platz, bin ca. 1,85 und wie sich das hinten auswirkt, das schauen wir uns jetzt noch an. Ja, erstmal noch, die Sitze sind gleich und wenn ich dann nach da hinten möchte, kann ich den entweder hier vorne, also hier an diesem Hebel, vor nach vorne ziehen. Hier haben wir ja auch noch einen Hebel, damit kann ich diesen Sitz umdrehen, ja, dass man quasi wie in einer Sitzgruppe sitzt. Und ich kann jetzt, wie gesagt, den Sitz hier auch umklappen, um eben dann nach hinten zu kommen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich zeige euch noch den Tisch. Den kann man auch noch ausklappen und natürlich auch noch mal beliebig nach hinten und noch nach vorne bewegen. Ja. Jetzt setze ich mich aber hier noch mal hin und auch hier habe ich wirklich genug Platz. Ich drehe mal noch kurz die Kamera, damit ihr mich seht. Ich habe hier also auch noch mal ein bisschen Platz, keine ganze Faust mehr, aber auch noch ein bisschen Platz. Und ich habe auch hier LED-Beleuchtung und auch noch mal eine eigene Klima zum Einstellen. Also ich habe hier auch noch mal alle Annehmlichkeiten. Jetzt sitze ich mich aber doch noch mal ganz nach hinten. Und Beinfreiheit habe ich ja wie gesagt auch hier wirklich. Jetzt habe ich mir den Sitz hier nach vorne geklappt, um dann eben auch mal noch hinten Platz zu nehmen. Und auch hier hinten habe ich wirklich genug Platz. Und auch hier sitzt sich wirklich bequem. Und auch hier habe ich nochmal LED-Beleuchtung und so weiter und so fort. Also auch hier hinten habe ich alles. Und habe auch hier hinten nochmal, falls ich es möchte, einen Sonnenschutz. Und das macht einfach Spaß, Leute. Ja, also man fühlt sich hier hinten einfach wie der King. Auch wenn man hier hinten sitzt, da kann man also auch eine ganze lange Reise bewerkstelligen. Ich sitze hier hinten und kann entweder Videos schneiden oder genieße einfach die schöne Fahrt. Also das ist schon das Tolle an einem Bulli und ja, man hat unheimlich viel Platz, kann mit Freunden oder Familie unterwegs sein, kann es als Büro nutzen, als großen Kombi und das ist wirklich die Faszination Bulli, die man hier hat. Ja. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt noch ein bisschen was zeigen können von dem Bulli hier. Und ja, übrigens, der Tisch hat natürlich auch Cupholder, ne? Das ist ganz klar. Ja, das soll es auch schon wieder vom gewesen sein, vom Innenraum hier. Jetzt fahren wir natürlich noch ein Stück. Eine Sache noch, wir haben natürlich auch überall hier nochmal Cupholder und 12-Volt-Anschlüsse. Also hier hinten hat man auch alles geboten. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe, aber wenn nicht, mache ich es jetzt. Soft-Close-Automatik bei der hinteren Tür. Ja. Natürlich gäbe es aber auch noch in elektrisch. Jetzt gehen wir zum Fahreindruck. Aber eine Sache wollte ich euch jetzt schon mal vorher zeigen. Und zwar die Rückfahrkamera. Wenn ich jetzt zwar hier in den Rückwärtsgang gehe, damit ihr die Qualität einmal sehen könnt. Und natürlich lenken die auch mit, ja, die Linien. Das heißt, ihr wisst, wo ihr landet. Ja, dann fahren wir den VW-Bus natürlich auch noch. Ja, wir werden jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, kein 0 auf 100 machen. Das haben wir im großen Review natürlich gemacht, aber weil wir es da immer machen, ich mache es ja eigentlich auch hier immer, aber
das bringt eigentlich nichts mit dem Auto. Ich meine, wir haben 150 PS mit einem VW-Bus. Das ist einfach kein Kfz, mit dem man 0 auf 100 macht. Ja. Und von dem her lassen wir das heute mit dem VW-Bus. Der Fahreindruck wird an sich heute auch nicht so lang. Es geht einfach nur noch mal darum, wie fährt sich der Bus und wie lebt sich's mit dem neuen T6.1. Ja. Was man schon mal sagen kann, ist, dass er natürlich viel digitaler geworden ist. Das habt ihr ja auch im Innenraum schon gesehen. Das heißt, er ist auch einfacher zu bedienen durch diese großen digitalen Instrumente, die ich habe. Entweder mein Virtual Cockpit oder halt auch das große Infotainment-System. Da kann ich halt einiges mit bedienen, auch vom Lenkrad. Und die Handhabung ist ein bisschen einfacher geworden. Ansonsten ist er ja genauso geräumig wie der Vorgänger und ich habe auch genauso viele Ablagefächer. Das passt also und er ist ultra komfortabel und praktikabel, wollte ich sagen. Denn wir können ihn ja als alles benutzen, als Büro. Ich kann das Tischchen aufklappen, dann kann ich am PC arbeiten. Oder ich nutze es halt einfach als großen Kombi, indem ich da was Langes reinlege und die kompletten 5800 Liter Kofferraumvolumen nutze. Oder ich nutze ihn als Van tatsächlich und habe halt die Möglichkeit, bis zu 7 Personen mitzunehmen, mit mir inkludiert. Ja, was kann man noch sagen? Er ist wirklich komfortabel, nicht nur durch sein Fahren, sondern aber auch letztendlich durch seine Sitze. Ja. Die sind extremst komfortabel, ein Mix aus Leder und Alcantara, aber ich schätze auch das, habe ich euch schon gesagt. Jetzt steht mir da so ein Härchen hoch, sehe ich, ne? Aber das lässt sich auch nicht mehr runterbiegen. Damit müssen wir jetzt heute leben. Ja, es sitzt sich auch hinten gut, ich saß auch schon hinten eine längere Zeit, also man sitzt wirklich überall bequem und hat auch extrem viel Beinfreiheit überall in jeder Sitzreihe, das passt also auch. Das heißt, was Platz angeht, gibt es keine Probleme. Und ja, die Anlage ist okay. Entweder hat man es ausgeschalten oder ich habe wirklich nur vorne Lautsprecher. Die hinten haben sich immer beklagt, dass sie nichts davon hören. Habe mich da jetzt auch nicht näher beschäftigt, ob die Einstellung irgendwie verändert worden ist, dass nur vorne Hauptmerkmal liegt. Damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Es gibt ja noch einen 200 PS Motor, das wäre dann meiner, dass man auch noch ein bisschen mehr Wumms manchmal hat. Das hat man hier tatsächlich mal vermisst. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene Fahrzeugmodi. Es gibt Eco, Komfort und Sport. Und es gibt auch noch Individual und Normal. Ja. Aber Normal und Komfort unterscheiden sich faktisch für mich. Was ich sagen kann, ich bin im Eco gefahren, größtenteils. Das heißt, er schält immer in den möglichst höchsten Gang und wenn ich halt 80 fahre, ist er immer im siebten Gang und dann spare ich nicht nur Sprit, sondern es ist auch einfach vom Schaltvorgang ruhiger, weil nicht die ganze Zeit geschalten wird. Im Normalmodus schält er doch öfters mal runter, gerade wenn ich einen Berg runterfahre und das hört sich dann doch ein bisschen gequält an und das ist einfach auch nicht schön. Sportmodus kann man komplett abhaken, erstens, weil es auch nichts bringt bei dem Fahrzeug. Und zweitens, weil er sich dann einfach nur noch quält mit Hin- und Herschalten und versuchen, irgendwie was Sportliches aus diesem Van rauszuholen, was gar keinen Sinn ergibt und ja auch folglich nicht klappt. Deswegen, den kann man sich eigentlich schenken, den Sportmodus. Höchstens, man will mal tatsächlich an irgendeiner gefährlichen Stelle mal tatsächlich schnell überholen, dann kann man in den Sportmodus gehen und das Maximum rausholen. Aber ansonsten sehe ich den als nicht notwendig. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich saß mit euch ja überall drin. Das heißt, ihr wisst, dass man eigentlich viel Platz hat. Ich habe euch jetzt die grundlegenden Dinge zum Fahren auch gezeigt. Von dem her würde ich sagen, war es tatsächlich schon mit dem Fahreindruck. Denn der soll jetzt dieses Mal ja auch gar nicht so lang werden. Und dann gehen wir auch gleich nochmal raus und beenden das Video. Denn ich bin jetzt hier auch gleich an meinem Ziel auch angekommen. Ich hoffe, es hat von dem her alles reingepasst. Ich meine, ein paar Sachen wie 0 auf 100 kann man ja bei diesem Fahreindruck einfach auch weglassen. Das war's schon wieder von meinem Video über den neuen VW-Bus T6. Das seht ihr nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, unten mal reinschreiben. Und
ja, mir gefällt der wirklich gut. Er ist moderner geworden, Assistenten passen, LED-Licht passt, bis auf Matrix. Der ist okay geworden, der ist wirklich schön modern geworden. Und das war's auch schon wieder von mir hier. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Macht's gut, Freunde.